Blankenstein. Schon ein paar knackige Zweier dabei tatsächlich. Und ziemlich abgespeckt das Ganze. Der Blankenstein ist sicher eines der bekannteren alpinen Schmankerl in den bayerischen Voralpen. Wir queren seine mächtige Nordseite und besteigen ihn dann von hinten heraus. Direkt beim Einstieg warten schon einige beeindruckende Felsformationen. Dann folgt man ein paar Pfadspuren hin zu einer Rinne und dann geht der ganze Spaß auch los. Ab hier wird nur noch gekraxelt und geklettert, bis hin in den oberen zweiten Schwierigkeitsgrad. Da das ganze Fels Schrofengelände ist, muss man auch immer wieder mal aufpassen, dass die Felsen nicht locker sind, an denen man sich hochzieht. Viel ist hier abgespeckt, wirklich viel. Er wird auch viel begangen. Deswegen aber unbedingt davon absehen, diesen Weg bei Nässe zu bestreiten. Es gibt vereinzelt auch immer wieder Sicherungsmöglichkeiten. Jedoch so rar gesät, dass man entweder maximal abseilen könnte oder es einen Vorsteiger braucht, um einen unsicheren Nachsteiger zu sichern. Ungefähr nach der Hälfte der Kletterei geht es darum, eine tiefere Rinne zu überschreiten, sozusagen ein Wechsel von der einen in die andere. Hier gibt es nicht den einen richtigen Weg, sondern ganz viele Möglichkeiten. Man muss halt schauen, welche Kombination am besten für einen passt und wie man am besten darüber kommt. Oh, das ist locker. Und wie es halt immer so ist in diesem Gelände, Vorsicht und Nachsicht sind der Schlüssel für ein sicheres Hoch- und Runterkommen. Nun erreicht man die westliche Schulter des Blankensteins. Es wird kurz zahmer, bevor man dann auf den Grat kommt. Diesen kann man entweder direkt ein Stückchen überqueren oder man folgt den deutlich ersichtlichen Pfadspuren auf der Nordseite. Von dort quert man dann auf die Südseite, um unterhalb des Gipfelgrats zur nächsten Rinne zu kommen, die dann auch die Schlüsselstelle stellt. Der Weg dorthin ist technisch nicht sonderlich anspruchsvoll, aber doch auch ein bisschen ausgesetzt. Es geht jetzt noch einmal in leichter Kraxelei hin zur Aufstiegsrinne. Diese wartet dann mit einer sehr, sehr abgespeckten 3- oder 2+. Die lässt sich auch umgehen. Da gibt es wohl auch mehrere Möglichkeiten, unter anderem direkt am Grataufschwung. Da wir allerdings noch nie am Blankenstein waren, nehmen wir die direkte Variante, die klassische. Die Schlüsselstelle befindet sich auch wirklich fast direkt am Anfang der Rinne. Da die Rinne durchaus eng ist, hat man eventuell Nachteile, wenn man recht groß ist und einen großen Rucksack mit sich trägt.
dann könnte es sein, dass man sein Knie nicht richtig hochbekommt und das irgendwie anders lösen muss. So ging es mir zumindest. Aber die Griffe oben, die Henkel, zwar abgespeckt, aber sehr gut zu greifen. Halleluja. Das war was. Die weitere Kletterei bis zum Gipfelkreuz bleibt noch anspruchsvoll, ist aber deutlich leichter als der unterste Teil. Ja, aber schon nicht ohne. Vor allem durch das Abgespeckte dazu. Ja, es bleibt wohl zu sagen, um diesen Gipfel in Angriff zu nehmen, sollte das nicht deine allererste Klettertour sein. Denn dann könntest du schnell an deine Grenzen kommen. Dafür erwartet einen dann ein Voralpen-Deluxe-Panorama, das einen bis auf den Tegernsee schauen lässt. So, weil wir aus diversen Gründen ein Seil mitgeschleppt haben, nutzen wir das jetzt auch, um diese ultraspeckige Passage vom Gipfel aus abzuseilen und das einfach nochmal zu üben, weil wir da auch schon längst wieder draußen sind. Wo ist da eigentlich der Ring? Ah, das ist doch ideal. Sieht gut aus. Kurzes Fazit zu unserer kleinen Tour gerade. Blankenstein. Das ist, man sieht hier vorne ist der Einstieg. Dann geht es die gelbliche Rinne da oben hoch. Alles Einser-Zweier-Gelände. Schon ein paar knackige Zweier dabei tatsächlich. Und ziemlich abgespeckt das Ganze. Auch ernsthaft dann. Ne? Ernsthaftes Gelände, steil. Und dann kommt man oben auf dem ersten Sattel an. Da quert man dann kurz ein bisschen ausgesetzt rüber und landet auf der anderen Seite. Dann kommt die große Schlüsselstelle. Die ist aber relativ kurz. Gefühlt waren das unter 10 Meter, muss ich sagen. Und genau, geht dann eine 2 plus hoch. Das Problem ist, die dritte unten, die zwei kleinen, die sind übel abgespeckt. Und es ist relativ eng. Das heißt, entweder man ist schlank und hat einen schlanken Rucksack dabei, dann kriegt man das Knie auch hoch. Oder man muss sich irgendwie ein bisschen anders behelfen. Ja, auch wieder tut weh, wenn man runterfällt. Sollte man nicht. Und oben gibt es dann tatsächlich einen Sicherungsring, beziehungsweise gibt es auf der ganzen Route Sicherungsringe. Und wir haben aus diversen Gründen ein Seil mit dabei gehabt. Deswegen konnten wir die Stelle dann gemütlich abseilen. Und den Rest sind wir wieder runtergeklettert. Und ja, macht Spaß, aber ist ernsthaft. Und dadurch, dass es so abgespeckt ist, auf gar keinen Fall, wenn es nass ist, dann ist es richtig ungut. Ja, Zustieg ist dann auch nicht so weit. Deswegen gehen wir jetzt chillig zurück. Und das war's.